Hey Leute, heute gucken wir uns drei Gaming-Tastaturen von Amazon an. Wir finden auch heraus, wie gut die Tastaturen in ihren unterschiedlichen Preisklassen sind und ob man sie empfehlen kann. Mit von der Partie sind keine großen Marken, mehr dazu später. Aber welche Tastaturen sind denn jetzt dabei? Das 30 Euro Klappergestell, der 40 Euro Padawan und der 80 Ocken Sturmtruppler. Oh Mann, ich hab zu viel Star Wars geguckt. Aber nun weiter im Text. Gucken wir uns doch als erstes die 30 Euro Tastatur an. Und was soll ich sagen? Sie funktioniert? Also, ja. Die Tasten klappern, sie sind teilweise schwer zu drücken. Aber naja, sie leuchtet. Das ist doch schon mal was, oder? Aber mal ehrlich, die Tastatur ist für 30 Euro nicht zu empfehlen. Kommen wir mal zum Preis-Leistungskracher, die 40 Euro Tastatur. Sie ist in dem Fall schon deutlich besser. Sie hat ein Metallgehäuse, wodurch sie deutlich stabiler ist. Sie hat volle RGB-Beleuchtung. Und das Wichtigste, sie hat mechanische Schalter, in dem Fall rote. Und wenn ihr mehr über mechanische Schalter wissen wollt, dann lasst doch ein Abo da, ist kostenlos. Und ein Like wäre auch super. Und ja, was soll ich sagen, sie fühlt sich super an. Naja, die großen Tasten klappern schon ein wenig, aber das geht klar für den Preis. Und nun zum 80 Euro Brett. Aber zuerst, warum der große Preissprung? Das ist recht einfach. Es mag zwar sein, dass es für 50, 60, 70 Euro gleich gute oder vielleicht sogar bessere Produkte gibt, aber das ist eher selten. Die meisten bewegen sich in der Qualität der 40 Euro Tastatur. Naja, weiter im Text. Das Brett hat ein 60% Layout, also klein, und das bedeutet, vieles funktioniert nur über die Funktionstaste, also die Fn-Taste. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich recht schnell dran. Diese Tastatur hat außerdem noch Double-Shot-PWT-Tastenkappen, welche auf roten Schaltern von Getteron sitzen. Die Tastatur ist sogar noch kabellos und über die RGB-Beleuchtung muss ich glaube ich nichts sagen. Ich meine, ihr seht selbst, sie ist sehr nice. Ach ja, und hotswap-fähig ist sie auch noch. Das bedeutet, ihr könnt die Schalter ohne zu löten wechseln. Das ist mega nice. Also falls ihr lieber blaue Schalter auf den WASD-Tasten haben wollt, dann könnt ihr den Schalter einfach rausnehmen und einfach einen neuen reintun. Mega gut. Aber gut, welche der drei Tastaturen kann ich denn jetzt empfehlen? Naja, die erste schon mal gar nicht, außer für unter 10 Euro. Die anderen beiden sind super. Für den Einstieg ist die 40 Euro Tastatur einfach wirklich perfekt. Ab 80 Euro ist das dann schon eher was für Enthusiasten. Aber warum habe ich keine großen Markentastaturen genommen? Naja, in den Preisklassen sind die Angebote im Vergleich einfach nicht so gut. Da werden dann Fake-mechanische Schalter verbaut oder alles klappert und. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Also, wenn ihr eine kennt, dann ab damit in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.